Wir haben heute hier unseren Naturlehrpfad eingeweiht. Wir sind hier im Bäckerholz bei Markt Erbach. Hier befindet sich auch der Feenwald und es ist ein gemeindeeigenes Waldstück, das durch den Naturlehrpfad jetzt umrundet wird. Die Idee zum Naturlehrpfad kam Rebecca und mir, als wir im letzten Jahr einen Fotowettbewerb ausgerufen hatten. Es gab Postkarten mit den Gewinnermotiven und wir haben uns überlegt, was wir mit dem Erlös aus dem Kartenverkauf denn Schönes anstellen könnten. Völlig blauäugig, wenn es darum geht, was solche Schilder eigentlich kosten, dachten wir, das wäre ja eine ganz nette Ergänzung für unseren Elfenwald, da eine Informationstafel hinzustellen. Ich habe das dann der Birgit Christ, unserer Bürgermeisterin, erzählt und kurz darauf kam sie mit der Idee von diesem Fördertopf, den es eben gibt, das Regionalbudget, wo kleinere Aktivitäten eben daraus finanziert werden können, und meinte, darüber könnte man auch so einen Naturlehrpfad mit anmelden. Die Julia und die Rebecca sind ja unsere Jugendbeauftragten, wir waren im Jugendbeirat und in der Corona-Zeit ist das natürlich alles ein bisschen eingeschlafen, aber dann sind die beiden, die Rebecca und die Julia, immer wieder mit Ideen gekommen und gesagt, wir machen da was für die Kinder. Der Naturlehrpfad besteht zum einen aus einer Beschilderung, das sind 6 große und 6 kleine Schilder. Die kleinen Schilder beziehen sich eher auf einzelne Tierarten, während die größeren Schilder, wir haben versucht, es eher auf so einer Allgemeinwissensebene zu belassen. Also es gibt Schilder zum Thema Waldrand, Lebensraum am Waldrand, Lebensraum Wald. Es gibt Schilder über Wildbienen und Waldbienen, über heimische Kräuter, heimische Vögel. Und das hier, das ist mein Lieblingsschild. Und zwar, es ist erstens mal gut platziert und zweitens hat es für mich den größten praktischen Informationswert. Was hat er gerade gesagt? Ne? Also, dass man die Tiere, die Vögel anfassen, so Rehkitz natürlich bitte niemals anfassen. Ne? Steht ja alles hier drauf. Den größten praktischen Informationswert, und zwar deswegen, wir werden es ja öfters, jedes Jahr immer wieder angesprochen, da liegt der Rehkitzler, was soll man damit tun? Da ist ein junger Hase, der ist verwaist, die Eltern sind weg, wir sehen nichts, ne? Und so weiter. Ne? Und dann muss es den Leuten erklären, und hier wird es ihnen mitgeteilt, sie wissen damit umzugehen dann, und das ist doch allgemein bekannt, je mehr ich weiß, desto besser kann ich mit Sachen umgehen. Also das, wie gesagt, ist das Schild, gefällt mir am besten und den größten praktischen Informationswert. Also da hoffe ich, dass da die Leute dann sensibler noch mit dementsprechend der Natur umgehen. Weil im Endeffekt, wir sind alle Natur. Auf die interaktiven Stationen sind wir besonders stolz, wir, und haben uns dann mehrere Sachen überlegt, die, bei denen die Kinder wirklich mitwirken können. Auch da war es nicht so einfach, sich was zu überlegen, weil zum Beispiel Spielestationen nicht in Frage kommen, weil es dann als Spielplatz geht und dann der Bauhof einmal die Woche kommen müsste, um eine Sichtprüfung zu machen. Auf jeden Fall haben wir jetzt was in der Richtung gemacht, den Wald mit allen Sinnen erleben. Es gibt zum Beispiel eine Wurfstation, bei der die Kinder Tannenzapfen durch vorgefertigte Löcher werfen können. Es gibt ein Baumtelefon, mit dem die Kinder erleben können, wie das Holz tatsächlich die Lautstärke, die Laute einfach transportiert. Es gibt ein Waldxylophon und es gibt ein Waldhörrohr, das die Kinder aktiv den Wald wahrnehmen lässt. Einfach ein bisschen innehalten, runterfahren und mal bewusst hinhören, was man im Wald eigentlich alles hören kann. Wir hoffen sehr, dass Vandalismus in dem Fall jetzt keine Rolle spielen wird. Wir haben hier mittlerweile die Erfahrung mit dem Elfenwald, der rund 1,5 Jahre steht. Und bis jetzt hatten wir es Gott sei Dank wirklich noch nie, dass irgendwas kaputt gemacht worden ist mit Absicht, dass irgendwas beschädigt worden ist, dass überhaupt Müll hinterlassen worden ist. Wir hatten letzte Woche das Problem, dass Zigarettenkippen dort lagen. Wir denken aber, dass es kein Besucher des Waldes war. Wir kommen regelmäßig mit Mülltüten, um aufzuräumen, haben bisher aber eigentlich noch nie was mit groß nach Hause nehmen müssen und beschädigt wurde auch nichts. Wir hoffen, dass sich das auch auf den Naturlehrpfad überträgt und einfach hauptsächlich Familien mit Kindern kommen. Also in erster Linie, obwohl ich Mutter bin, denke ich tatsächlich gar nicht so viel an mein Kind, wenn ich Aktionen plane vom Jugendbeirat. Klar, er profitiert dann oft davon, aber es ist jetzt nicht das, was mich antreibt. Eher dann, wenn ich sage, mein Sohn ist Antrieb für mich, dann eher eben, dass er sieht, dass es wichtig ist, sich für die Allgemeinheit einzusetzen. Ich dachte auch, dass das jetzt wieder eine Aktion ist, mit der er mit 2,5 noch gar nichts anfangen kann, aber tatsächlich ist er wirklich scharf drauf, die einzelnen Schilder anzuschauen und mault mich dann auch immer ein bisschen an, wenn ich ihn doch mal an irgendwas vorbeischieben will. Und das macht mich insofern einfach glücklich, dass ich sehe, dass es wirklich für viele, viele Altersgruppen ist. Ich bin ja wirklich oft hier unterwegs, weil ich entweder im Elfenwald was austauschen muss oder jetzt in letzter Zeit war ich natürlich auch wegen der Neugier oft da, weil ich gucken wollte, hat der Bauhof das schon aufgestellt, haben sie schon dafür Zeit gehabt. Und ich sehe viele, die mit ihren Hunden spazieren gehen, die Halt machen. Ich sehe alle Altersgruppen. Und das hat mich ja schon immer beim Feenwald begeistert, dass da auch mal, es gab ja diese alte Dame, die hier irgendwie jede Woche hingepilgert ist, um sich den Wald anzugucken. Und jetzt beim Naturlehrpfad sehe ich wirklich, dass jeder davon profitiert. Es profitieren die ganz Jungen davon und die ganz Alten, weil es für jeden interessant ist. Jeder lernt was dazu. Und ich sage immer, für mich ist es so wichtig, ein Ziel für Spaziergänge zu haben.
Der Naturlehrpfad Markt Erlbach liegt uns Jägern ganz besonders am Herzen, weil hier auf diesem Naturlehrpfad für die Kinder und die Jugendlichen, die zunehmend der Natur sich entfremden, Informationen weitergegeben werden. Wir laden jeden herzlich ein, hier vorbeizukommen. Egal wie alt oder wie jung ihr seid, wir sind uns sicher, ihr findet hier auch was, was euch gefällt. Wir hoffen, ihr nehmt ganz viel mit. Und wenn es nur ein schönes Erlebnis war als Familie oder vielleicht noch ein bisschen mehr Allgemeinwissen zum Thema Wald oder wir wünschen euch allen ganz viel Spaß hier. Ich habe 14 Tafeln für den Feenwald geschnitzt und 3 Tafeln als Hinweisschilder mit dem Heinzelmännchen, das kindgemäß ist. Und ich verlange mir nichts für meine Arbeit. Ich war Förster früher und bin 85 Jahre. Ein Eichenbrett verlockt mich gleich zum Schnitzen und freue mich, wenn die Leute es betrachten.